Was ist? Ich sollte mich vorstellen. Hallo, mein Name ist Ryder. Sie müssen Sloane Kelly sein. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tariff. Klingelt da etwas? Im letzten Part sind wir auf Völd gewesen und haben dort den Außenposten erstellt. Also wer unbedingt wissen möchte, wie dieser Außenposten funktioniert, der kann im letzten Part vorbeischauen. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja, das weiß ich. Und jetzt begeben wir uns, ich zeige euch das kurz, auf eine Hauptquest wieder, und zwar die Jagd auf den Archon. Weil ich habe mal wieder Bock auf eine Hauptquest. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wir rennen kurz zur Brücke. Und die E-Mails habe ich im letzten Part schon gelesen. Dann geht's jetzt nach Kadara Port. Vault Orbit ist stabil. So, zurück bitte. Hier hinten hin muss ich. Diese Animation kann man leider nicht skippen, das ist sehr schade. Vor allen Dingen sieht man diesmal nicht das coole schwarze Loch in der Mitte der Galaxie. Aber nun gut. System, Uhorka. Wir nähern uns Kedera. Was wissen wir über diesen Ort? Abgesehen davon, dass er eine Zuflucht für Exilanten von der Nexus ist. Eine Gruppe von Exilanten, die sich die Verbanden nennt, hat Kedera Port von den Cat befreit. Bis vor kurzem hatten sie die absolute Kontrolle. Aber jetzt ist eine neue Gang aufgetaucht, das Kollektiv. Sie sind zwielichtige Bastarde, angeführt von einem Unbekannten, den man den Scharlatan nennt. Tja, mit ein wenig Glück sind sie so beschäftigt damit, sich gegenseitig zu erschießen, dass sie uns überhaupt nicht bemerken. Das wäre cool. Bandenkrieg, ich bin gespannt, wie die Stadt aussieht. Eine Ansage an alle eintreffenden Schiffe. Der Hafen ist eine Waffenstillstandszone, auf Befehl von Sloane Kelly. Sie war Leiterin der Nexus-Sicherheit. Seien Sie auf alles vorbereitet und halten Sie die Kommunikationskanäle offen. Wir sollten bald etwas von unserem Kontakt aus dem Widerstand hören. Ich will's hoffen. Wir gehen erstmal runter. Wir werden gerufen. Ich stelle durch. Es gibt neue Entwicklungen hinsichtlich des Spions Vane Tariff. Kommen Sie ins Kralla Song. Ihr Kontakt nennt sich Shayna. Shayna. Alles klar. Das nenne ich mal ein Willkommen. Die Exilanten haben dazugelernt. Nicht übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Wir sollten uns mit ihnen verbünden. Sie könnten Verbündete für uns sein. Im Kampf gegen die Cat bestimmt. Unser Lieferant wartet. Los jetzt, wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein. Das ist schon ziemlich cool. Allerdings nicht ganz so städtisch, wie ich anfangs gedacht hatte. Jetzt ist dieser, muss ich hier lang wahrscheinlich, ne? Ich mach die einfach mal auf die Tür. Dauert aber lange. Sieht schon cool aus, muss ich sagen. So ein wenig Stadtplanet. Da steht die Tempest. Und wir mussten hier unten lang. Mach mal die Tür auf, bitte. Alter, warum dauert das mit den Türen denn so lange? Hochsicherheitstüren hier, da hat Sam einiges zu tun. Kedera Markt.
Wir leben hier. Dann hätten sie ihre Schutzgebühren bezahlen sollen. Und da fragt sich Sloan, warum die Leute zum Kollektiv gehen. Sagen Sie das nochmal. Na los. Oha. Oh, Nachtclub. Hallöchen. Hey. Leck mich. Wer trinkt, bezahlt auch. Ich sagte... Sie warten bestimmt auf jemanden. Nein, danke. Ich bin im Dienst. Kein Interesse. Shena. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Vane Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbanden, verhaftet. Jeder weiß, was er Moshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung und Sloane ist eine Frau des Volkes. Klingt nach einer guten Anführerin. Oder nee, eher so würde ich das nicht sagen, ganz ehrlich. Egal, wie Sie es nennen. Sie ist eine Kriminelle. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird Ihnen Vane nicht einfach überlassen. Sloane kann mich nicht aufhalten. Ich nehme ihn mit, ob es ihr gefällt oder nicht. Ich muss sagen, sie gefallen mir. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schief läuft? Hey, die Rechnung. Stimmt so. Dachte ich mir. Haben wir gerade Trinkgeld gegeben? Okay, cool. Dann los geht's. Ah, die Türen dauern echt lange. Haben sie das gepatcht oder was? Sam, erzähl mir etwas über Sloane Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. Aber achten Sie auf Ihre Ver... Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Cat werden nicht mehr lange so ruhig sein. Was ist? Ich sollte mich vorstellen. Hallo, mein Name ist Ryder. Sie müssen Sloane Kelly sein. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tereth. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm? Und keine Lügen. Sagen wir mal die Wahrheit. Ich brauche ihn, um auf ein Flaggschiff der Cat zu kommen. Sie scheinen die Cat nicht zu mögen. Ich tue Ihnen also einen Gefallen. Caldera ist ein Hafen der Angara. Sie wollen Vanes Tod und ich will, dass Sie glücklich sind. Es geht hier um weit mehr als Politik. Sie brauchen nicht Vane, sondern sein Wissen. Reden Sie mit ihm, bevor ich seinen Kopf aufspieße. Na gut, in Ordnung. Gut, einverstanden. Sehen Sie, wir einigen uns ganz zivilisiert. Jetzt fehlen nur noch die Häppchen. D-
Der Pathfinder erhält Zugang zu den Zellen. Ja, Sir. Okay, dann verhören wir jetzt mal eine Runde. Ah, da hinten. Oh, Häftlingsakte, warte mal, hier. Hohe Schmerztoleranz, sogar für ein Spion. 4 Verhörungssitzungen ohne brauchbare Daten über die Kette zum Tode verurteilt von Solon Kelly. Okay. Also mit Schmerzen kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Fassen Sie den Gefangenen nicht an. Und das Einzige, was zwischen Ihnen ausgetauscht wird, sind Worte. Verstanden? Keine Sorge, ich mache schon keine Probleme. Hey, du da! Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloan dir nichts Besseres ein? Ich arbeite nicht für Sloan. Ich bin ein Pathfinder der Initiative. Sie haben die Moschei gerettet. Ich weiß, wer Sie sind und was auf Volt passiert ist. Volt? Ach da, ja, okay, gut. Neuigkeiten verbreiten sich scheinbar schnell. Für einen Gefangenen sind Sie gut informiert. Die Gerüchte kamen schon vorher auf. Deshalb will der Mob auch meinen Tod. Selbst Deserteure hassen mich. Das Schiff des Archons, wo ist es? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Caps-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archon zu finden. Haben Sie ihn? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er müsste noch dort sein. Danke für die Info. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Moschei verraten habe? Okay, erzählen Sie es mir. Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Cat. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen? Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschei. Ich dachte, wenn ich sie opfere... Ich wusste nicht, was die Cat meinem Volk angetan haben. Aber trotzdem sind sie ein Verräter. Ephra hatte ihnen die Moschei anvertraut. Und sie haben beide verraten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Pathfinder, der Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, Drac, sind Sie zurück von... was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Es hat eben Vorteile, einen Kroganer dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad startklar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. Okay, dann nehmen wir mal die beiden mit. Das ist eine Kombi, die wir, glaube ich, noch nie hatten. Vetra und Drac. Ich glaube, wir hatten mal Vetra und Korra. Aber die beiden noch nicht, meine ich. So. Transitkonsole. Mit dem Aufzug in die Slums fahren. Okay. Oh, ich kann eine weitere Waffe mitnehmen. Oh, ist das super. Welche hatte ich da immer? Die hier, ne? Oder hatte ich die? Welche machte mehr Damage? Die hier macht mehr Damage, dann nehme ich die mit. Keine Mods verfügbar, aber die nehme ich mit trotzdem. Präzisionsgewehr, habe ich hier noch was? Nee, danke. Rüstung, habe ich da mal wieder... Nee, da habe ich nichts Neues. Sieht auch nicht so aus, als ob ich hier irgendwas hätte. Da auch nicht. Ne, hier auch nicht. Ja, dann. Korra, du kommst leider mal nicht mit, sondern nehmen wir mal Vetra mit. Drac und Vetra. So, keine Mods verfügbar. Raus hier. Okay, da sind wir jetzt in den Slums.
Ein Moment. Ah, okay. Es erinnert mich ein bisschen an Star Wars Knights of the Old Republic und, also TARDIS, der erste Teil. Das war so ziemlich das geilste Stadtfeeling, was ich jemals hatte auf TARDIS. Muss ich zugeben, TARDIS war eine wunderschöne Welt. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ja, dankeschön. Reicht jetzt auch. Okay, das sieht tatsächlich ein bisschen so aus, allerdings nicht ganz so geil. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Ja, vielen Dank. Wo ist der Normand? Hier. Also dann, Sam. Sag mir, was wir haben. Kedaras Wasser enthält viele Sulfidminerale, deren Oxidation toxische Flüsse und Seen hervorbringt. Schwimmen war sowieso noch nie mein Ding. Das trifft sich gut. Nicht einmal die Schilde des Nomad können die Korrosion durch das Wasser verhindern. Die Präsenz von Monolithen lässt auf ein Gewölbe schließen, das den Säuregehalt reduzieren könnte. Allerdings leben in den Hügeln von Kedara gesetzlose Piraten und andere zwielichtige Exilanten. Je weiter sie sich von dem Berg entfernen, desto gefährlicher wird es. Gut zu wissen. Also dann, Aufbruch! Okay. Da hinten steht der Normand. Ich frage mich, wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Wo? Hä? Egal. Wir müssen da hinten hin. Zack. So, vielen Dank. Es ist ganz einfach. Sie ziehen nur das Scharnier zurück und stecken das Upgrade direkt auf den Lauf, bis es einrastet. Macht auf mich keinen sicheren Eindruck. Ist aber sicher. Versprochen. Zu meiner Zeit waren Upgrades handgemacht. Individuell angepasst. Nicht diese Scheiße von der Stange, die man nur zusammensteckt. Sagen Sie nicht, früher war alles besser. Sagen Sie es nicht. Und Turianer waren auch nicht so verdammt vorlaut. Ich glaube, ich habe da gerade ein paar Angare überfahren. Kann mal passieren, wenn sie nicht aus dem Weg gehen. Ich meine, das hier ist eine Straße. Sollte man schon davon ausgehen, dass die Leute nicht darauf rumlaufen. Daher kriegt Kedara Port bestimmt seine Energie. Also ohne Witz, ich glaube, Mass Effect Andromeda hat auf einigen Welten vieles Cooles zu bieten. Allerdings, ich bin ja generell nicht so einer, der so viele Nebenquests macht. Zahlreiche registrierte Kriminelle auf Pathfinder. Zumindest in der Aufnahme, weil ich möchte tatsächlich so schnell wie möglich durch das Projekt durchkommen, damit das für den Zuschauer nicht so lang ist, der eigentlich nur die Story verfolgen möchte und nicht unbedingt jede Nebenquest sehen will. Sie werden sich kaum freuen, uns zu sehen. Ich will auch nur durchfahren hier. Deswegen versuche ich immer so gut wie möglich alles schnell hinter mich zu bringen. Es mag vielleicht manchmal so aussehen, als ob ich dann nicht den Spaß an dem Spiel habe, aber... Ich verpasse Ihnen eine Korrosionsbombe. Ich habe heute schon 2 Plünderer erledigt. Wollen Sie mich auf die Probe stellen? Ne, ich fahre sogar noch richtig. Cool. Wow, hey! Wir sind keine Gesetzlosen. Wir sind Freunde. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Seien Sie vorsichtig. In einem solchen Lager werden uns unsere Beziehungen nicht viel nützen. Wir haben Ziele! Greg, warum mögen Sie mich? Wir Turianer haben die Kroganer nicht gerade gut behandelt. Sie sind nicht wie die meisten Turianer, Vetra. Sie wissen, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich habe nicht halb so viele Kugeln eingesteckt wie Sie. Und ich habe noch alle meine Gliedmaßen. Warten Sie es ab. Okay, ich glaube, jetzt muss ich hier lang fahren. Ich hoffe, dass ich hier richtig lang fahre. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, es mag vielleicht manchmal so wirken, als ob ich dann keinen Spaß am Spiel habe. Aber ich habe halt einfach für mich so ausgemacht, dass ich möglichst schnell alles durchspielen will. Der Straße folgen hat nicht so ganz geklappt. Sorry, wenn ich manchmal einfach mitten im Satz aufhöre, aber die labern so viel hier. Alle paar Meter wird hier irgendwas gelabert.
Deswegen, sorry, wenn ich dann da einfach mal ein bisschen abstocke im Satz. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Vorrat. Dieses Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen Sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Kadera lösen. Das hier ist Sloans Territorium. Sie müssen sich zuerst mit ihr einigen. Was ist mit dem Scharlatan? Das Kollektiv wird immer mächtiger. Da wir nicht wissen, wer der Scharlatan ist, könnte Sloan unsere einzige Option sein. Möglicherweise kann uns ja Mr. Vidal weiterhelfen. What? Ist so viel Nebenquests einfach? Okay, gut. Das machen wir, wenn überhaupt, am Ende des Projekts und nicht jetzt. Main Tariffs Aussage zufolge ist der Cat-Transponder hier in der Nähe vergraben. Da liegt er ja. Ich hab ihn gefunden. Das Ding ist im Arsch. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Und danach auch die Meridians. Wir machen langsam Fortschritte. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Oh klar, der schwierigste Teil liegt eindeutig hinter uns. Ja. Mit Gil im Maschinenraum der Tempest sprechen. Pathfinder, wir haben soeben die Meldung erhalten, dass es in Kadera Port einen Mord gegeben hat. Ein Mord? Das sollte man sich vielleicht ansehen. Ja, ein wunderbarer Planet. Hoffentlich fliegen wir nie wieder weg. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt hier so viel zu tun. Und wenn man sich damit allem beschäftigen will, würde ich wahrscheinlich 200-300 Parts hier rum... Himmeln, aber nein, Drake, nein. Das möchte ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Es macht zwar Spaß, klar, keine Frage, ich finde das Spiel toll, auch wenn die Kritiken teilweise nicht so gut waren, aber ganz ehrlich, ich möchte nicht so lange ein Spiel auf meinem Kanal bringen und ich denke, das wird auch relativ schnell ziemlich langweilig, wenn man das so macht, deswegen... Da möchte ich einfach nur die Hauptquest machen. Vielleicht ein paar Nebenquests, so wie die Außenposten auf World zum Beispiel und auf Dingens. Eos, aber ich glaube, das gehörte zur Hauptquest, der Außenposten auf Eos. Ja, und jetzt möchte ich halt ein bisschen weiter in der Hauptstory voranschreiten und vielleicht nochmal mit Korra labern. So, jetzt fliegen wir davon. Wunderbar. Also ich muss sagen, der Planet hat mir bis jetzt am besten gefallen, tatsächlich. Privat hätte ich mich da wahrscheinlich am längsten aufgehalten. Was ist los, Ryder? Warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kadara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Erladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Beruhigen Sie sich. Wir werden keine überstürzten Entscheidungen treffen. Drake hat dem Team von einem Problem berichtet. Fahren wir die Emotionen runter und betrachten wir die Sache mit klarem Verstand. Okay, und wenn wir schon dabei sind, ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kadera über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist.
Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Ich würde tatsächlich auch erst die Hauptquest machen, also Meridian ist wichtig. Ich bin Ihrer Ansicht. Ich kann es kaum erwarten, das Schiff des Archons zu finden. Und danach hoffentlich Meridian. Wie auch immer. Geben Sie Kello die NAV-Punkte für Ihr Laden und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey. Von wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Okay, gut. Dann labern wir nochmal mit Cora, wenn sie hier gerade da zur Hand ist. Mit Gil im Maschinenraum sprechen. Wir müssen da sowieso hin. Ja, schon lange nicht mehr Cora im Maschinenraum, in ihrem Dings getroffen. Hallo Cora. Wir haben's geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Sind Sie dafür bereit? Denken Sie an das Forschungsschiff. Was wir finden werden, wird uns vielleicht nicht gefallen. Sind Sie... Es ist mein Job, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass Sie sie finden, bevor die Kette es tun. Okay. Einen Moment. Ich gehe nochmal auf Zug. Hallo? Der funktioniert ja super. Da, jetzt kommt er endlich. Da, Aufzug, Alter. Heieiei. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir durch diese Tür gehen, beende ich den Part. Positive Wertung und Kommentar nicht vergessen und tschüss.